man so weit ausgespannt hat, ich wollte sagen, wenn man so weit ausgespannt hat und plant, muss er jetzt die Hüfte nachher eine Mimik machen, dass er nicht so weit ausspannt. Dann will ich jetzt so zentrieren und die Spitze setzen. Dann beim Plan drehen, wenn das so weit draußen ist, natürlich nur ein paar Zehntel nehmen. Die dauert es halt ein bisschen länger. Dann zentrieren, Spitze gegen und dann kann man machen, was man will. Nicht, dass das klappert, wie hier. Dafür. 5 Zehntel genommen. Und der Platz ist 5 Zehntel runter. Und dann machen wir gleich die Zentrierung. Und setzen die Spitze. Auch bei der Zentrierung habe ich nur 5 Zehntel, er macht immer nur 5 Zehntel und dann diese kleine Nähmaschine, zack, 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 zack. Aber lieber dauert es eine Minute länger, als wenn der Zentrierbohrer abbricht. Also lass ihn da lieber öfters mal so rein und raus fahren, als dass es naja, dann abbricht und dann müsste, hast du vielleicht ein Problem. Oh, eine schöne Zentrierung und dann Spitze setzen. Das reicht schon. So, jetzt haben wir die Spitze gesetzt. Den Breitstock. Und jetzt können wir auch mit höheren Schnittwerten fahren. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man mit dem Werkzeug hier auch genug Platz hat. Und hier so runter muss, ja, auch der Revolver. Kann natürlich auch gegen die Pinole kommen oder gegen die ganze andere Sache. Das ist immer alles beim ersten Mal vorsichtig gewesen. Ich habe die Goldstange schon öfter gemacht, das ist kein Thema. Dann ist das ja einmal programmiert. Die Werkzeuge sitzen da, wo sie sein sollen. Geht das auch. So, jetzt habe ich die Mimik habe ich auch schon abgefahren. Und Einstich gleich gemacht. Den ersten Einstich, daneben kommt noch ein zweiter, den filme ich mal. Film hat jetzt nicht geklappt. Ich habe irgendwie nicht auf den Knopf gedrückt. So, jetzt haben wir den zweiten Einstich. Und jetzt kommt die Steckmimik hier hinten rein. Deswegen ich überhaupt die Kolbenstange so weit ausspannen musste. Machen wir jetzt die Steckmimik. Prüfe ich nochmal die Einstiche, Durchmesser, Breite und dann die Steckmimik dran. So, ich muss nochmal nachfahren, das passt noch nicht mit dem Stecher. Das kann ich ja nochmal filmen. Fahren wir nochmal leicht rüber. Schlichtzyklus. Jetzt haben wir nochmal komplett rübergefahren, ohne jetzt vorzustechen.
sind die Stickmimik, die von links nach rechts programmiert ist, also von Z- und Z+. Und das machen wir also mit dem Werkzeug. Das steht allerdings auf dem Kopf, das ist nicht schlimm. Ja, der fährt jetzt von Z- auf Z+. Also eigentlich genau umgekehrt. Fährt er jetzt hier, zieht er jetzt da einen Steckmimik rein für einen Sprengwinkel. So, wir haben wenig Platz. Die Kolbenstange natürlich nicht so weit genügt ausspannen und deswegen ist das genau angegeben, damit das alles knapp ist, damit das innen federt. Schnell programmiert und relativ schnell abgefahren, aber beim ersten Mal muss man sich den Gedanken machen, dass man nicht ins Schiff knallt oder hier gegen den Reichstock. Das sind tausende Faktoren, wo man crashen kann. So, dann ist das Ding hier am Ende. Muss ich das Maß nochmal prüfen, aber das ist jetzt halt fertig. Sieht ein bisschen aus wie ein Objekt aus einem Sexshop, aber das ist es nicht. Ein Schelm, der nur was denkt.